So, da sind wir wieder. Müssen noch im Vornost kämpfen und im Hohen auf dem Hohen Pass. Der Hohe Pass müsste gut machbar sein. Ja Gott, der versucht es halt ernst. Aber das Problem ist, Godsmog ist ziemlich stark. Der knallt halt ordentlich rein, ne? Der hat richtig Wumms, wenn er wütend wird. Gegen den zu bestehen ist nicht easy. Weiß jetzt noch gar nicht, wie ich das am besten, am geschicktesten mache. Mal schauen. Ich sollte natürlich versuchen, das alles so weit wie es geht zu verteidigen. Wen nehmen wir da? Ich glaube, ich nehme Wolfsreiter. Weil damit kann ich richtig nervig sein. Und vielleicht schon Druck ausüben, das wäre gar nicht so doof. Schauen wir mal. Na, die Orks interessieren uns jetzt nicht. Ich suche wirklich nur den Feind gerade. So. Genau, da ist er schon. Oh, da ist auch Godsmog. Das ist natürlich jetzt doof. Ja, gucken wir mal, ob hier was geht. Wenn wir den Baumeister töten können? Das wäre echt super. Sind die gestorben? Ja, natürlich. Natürlich sind sie gestorben. Sind die jetzt alle tot? Ach, ja gut, wenn der Typ stirbt, ne, der Obermacker, dann verreckt der Rest halt auch. Ich glaube, ich versuche jetzt hier mal mit Trollen ein bisschen was zu reißen. Das könnte klappen. Mal schauen. Mal gucken, wie das läuft. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das gut ist oder nicht. Fürchtet die Eisenmarschieren zum Sieg! Naja. Ob sie wirklich zum Sieg marschieren oder nicht, das sehen wir dann. Das kann ich so jetzt natürlich noch nicht sagen. Fürchtet die Eisenkrone. Wir haben den Feind gesehen. Spinnen. Zerstört es. Na gut, um die sollten wir uns kümmern. Wir dienen der Eisenkrone. Wir haben einen neuen Pferd. Zurück an die Arbeit. Das ist super. Neuer Pferd. Vielleicht hilft es ja auch was. Jetzt. Aha. Wo stehen die denn? Naja, es war doch gar nicht schlecht. Ja, hoffentlich. Oh oh, da hat's Gegner. Des Königs ist größer denn je. Nicht cool. Auf in die Arbeit oder ich werfe euch den Wölfen vor. Macht euch bereit zu bauen. Hier wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden. Wir dienen der Eisenkrone. Zerstört es. Die Eisenkrone. Unser neues Gebäude ist fertig. Zurück an die Arbeit. So, hier oben das mit den Mühlen, das schaut ganz gut aus. Tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen ruhig bin. Aber ich versuche halt tatsächlich irgendwie diesen Mist hier zu gewinnen. Oh, das ist gerade gar nicht so einfach. Ja, ich kann halt nichts machen hier, ne? Verspielt!
Kämpft für die Eisenkrone! Oder ihr werdet geknechtet! Baut für den Hexenkönig! Jetzt bauen wir hier vielleicht mal einen Turm. Die Truppen werden angegriffen! Ja, der rastet da komplett aus. Ist natürlich auch nicht so super. Es wäre mir lieber, wenn die Pfeile singen würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich irgendwie mehr von. Flüsternde Pfeile sind nämlich nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind nicht so super. So, der Gottfunk, den müsst ihr jetzt erwischen. Hoffentlich überlebt mein Baumeister. Ja, gut. So, diesen Stufe 5, die sollte ich retten nach Möglichkeit. Schaut mal, ob er da hinkommt. Ich habe das Ding immer noch nicht eingenommen, oder was? Gibt's doch nicht mehr. Unser neues Gebäude ist bereit. Lass die Trolle nicht sehen, dass hier herumsteht. Wir sind unterwegs. So, haben das beide überlebt? Erstmal, ja. Renn's mal weiter. Wow, der Gott macht der Haut so drauf. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, wie das gerade so läuft. Jetzt bauen wir hier noch einen Turm hin. Bauen hier die Mühlen wieder auf. So. Das müsste doch jetzt ganz gut funktionieren, oder? So, die ziehen wir jetzt mal zurück. Die gehen da lang, dann bilden wir den Mist aus. Die kriegen noch ein kleines Upgrade. Dann dürft's da eigentlich beide ran. So war das zumindest vorgesehen. So, hier rennen sie gegen uns an. Ja, mal sehen, was die da an Schaden machen können. Bisher bin ich recht unterwältigt. Ach, die können da nicht rein, weil sie den Ring haben. Geil. Super. Wen soll ich uns schon hier verstellen? Fürchtet die Eisenkrone. Na, das ist schon nicht so schlecht. Vielleicht geht da ja doch noch was. Ich muss halt nur sicherstellen, dass ich hier wirklich hier hinten überlebe mit allem, was dazu gehört. Ne? Boah, das sieht eigentlich gut ordentlich aus. Wow. Wow, die jumpen da ja ganz schön durch die Gegend. So, der stirbt jetzt. Die Wolfsreiter kommen noch zum Helfen. Das ist nicht schlecht. Wir sind unterwegs. So. Da baut ein Turm, das ist auch gut. Das sieht safe aus. Nochmal Wolfsreiter. Ja, achso, ja, nee, die dürfen noch. Ich dachte, da hätte ich treue Wölfe hingeschickt. Das wäre natürlich jetzt schlecht gewesen. Aber so geht das schon. Die Schneetrolle oder Hügeltrolle, Schneetrolle, die sind schon ziemlich stark. Also. Ich würde es lieben, diesen Baumeister zu töten. Weg ist er. Sehr geil. Schreckt. Totale Vernichtung. Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Hier kann ich da auch noch Türme bauen, oder? Einfach nur, damit ich sicher bin. Stellt euch mal vor, ein Teil dieser Verteidigungsanlagen würden in die nächste Map mit eingetragen werden. Also übernommen werden. Das wäre heftig. So, gewonnen haben wir. Verteidigt. Sehr schön. Der hohe Pass bleibt unter unserer Kontrolle. Cool. Angmar hält Stand. Angmar hat keinerlei Chancen gegen uns.
Lol. Mordor meine ich. 3,7, das ist okay. Dafür, dass wir bloß 360 Supply hatten, also Kommandeurspunkte, weil die Karte halt super klein ist. Dafür ist das ganz gut gemacht. Und wir sind wieder in Fornost. Oh, mit Drache. Mit Drache, das ist böse. Ich muss jetzt unbedingt ausbilden. Deswegen werde ich dieses Mal zuerst zwei Hallen der Könige bauen. Und anschließend mit den Mühlen anfangen. Damit ich recht schnell auf die Bogenschützen gehen kann. Also. Zuerst bauen wir das da. Dann machen wir hier auf, hier auf, hier auf. Und bauen hier zwei solche Hallen. So, ausbilden können wir auch noch. Was soll das? Du hattest da einen Auftrag. Gut, gut. Oh oh, ein Ent. Boah, kann der weit werfen. Macht der Schaden. Ja. Er ist der Erste und das ist Königsmann. Interessiert allerdings niemanden. So. Unsere Truppen haben den Feind gesichtet. Ich bin der Erste und das Königsmann. Nee, dann mach. Ach, beim End geht das nicht. Na, wie wär's, wenn ihr da mal anfangen würdet? Gehört das noch uns? Ja. Oh, oh. Da können wir mal ein paar Pfeile machen. Das müsste ja eigentlich ganz guten Schaden machen, aber nein. Na, ja. Das geht auch alles ein bisschen besser. Nee, ihr bleibt so da. Ihr werdet geboostet. Ich hoffe mal, dass wir zum Sieg marschieren. Bisher schaut es nämlich ein bisschen eng aus. Oh, vor allem mit dem da. Du Troll gehörst erstmal mir. Wo ist der denn? Du wirst doch in Aragorn Stufe. Keine Ahnung. Achso. So geht's natürlich auch. Warte mal, der hat doch noch diese Fähigkeit. Schön das Gebäude hier kaputt machen. Wie viel Schaden macht das? Oh, das macht Schaden. Ja gut, so nutzlos ist das gar nicht. Ich hab schon schlechtere Fähigkeiten gesehen. Gut, hier brechen sie komplett durch. Übrigens, ich wollte diese Dinger ja ausbauen. Nur mal gucken. Ja gut, jetzt haben wir einiges zerschmettert. Jetzt gibt es nur noch zwei Gegner. Nämlich die Orks und die anderen Blödhammeln. Ach, da sind noch lauter Truppen. Ah. Ich dachte, wir hätten ihn vernichtet. Naja, passt schon. Mehr Mühlen. Irgendwo wirst bauen können. Ach, komm schon. So. Okay. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Ach ja, übrigens. Ich habe ein cooles... Ich probiere das jetzt einfach für die paar Folgen aus. Wie gesagt, das Codewort für diese Episode lautet... Und ich würde euch bitten, es in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr Lust dazu habt. PEZ-Spender. PEZ-Spender. Kennt ihr die noch? Wer von euch kennt noch die PEZ-Spender? Ich hatte mal einen Pikachu-Pets-Spender. So cool. Irgendwann ist er verloren gegangen, was echt schade ist. Aber ich hatte mal einen Pikachu-Pets-Spender.
Den fand ich auch ziemlich nice. Es war halt nur immer so, dass diese Pilzteile... Sie haben nicht schlecht geschmeckt. Aber ich wusste nie, sollte ich sie lutschen oder kauen? Und dann war die nächste Sache... die waren so sauteuer für das bisschen, was man da bekommen hat. Also da haben ja so 10 oder was reingepasst. Das war ja ratzfatz weg. Leer, kaputtes Zeug. Also ratzfatz. Das war immer sehr doof. Aber es war cool. Irgendwie war es ziemlich lustig. Mit dem Pilzspender. So, damit haben wir Vorlust. Auch verteidigt, oder? Ja, komm, mach kaputt. Da kannst du viel reparieren, draufhauen, wie du willst. Das Ding ist kaputt. Schrott. Und ich habe wieder nichts ausgebildet. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, 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 nein. Definitiv nicht gut. Da machst du nichts. Wir haben ein Territorium verloren. Wir haben aber... Oh ja, richtig. Das macht aber nichts. Denn wir haben auch ein Territorium eingenommen. Und jetzt werden wir als nächstes die Zwerge vernichten. So, los geht's. Supi. So, ich speichere nochmal ganz kurz ab, bevor ich die Zwerge endgültig vernichte. Und dann, wer hätte das geglaubt? Schaut euch das mal an. Von 3 Territorien haben wir es wieder geschafft, auf 11 hochzukommen. Auf 11. Ja, das ist ziemlich gut. Ziemlich gut. 11 Territorien. Das kann sich sehen lassen. Damit kann ich was anfangen. Das ist echt nicht schlecht. Also, ja. Gefällt mir. Gefällt mir sogar ziemlich gut. So. Ja, ja, die Trolle. So, Standard. So, die Vorposten sind nett, aber der Hexenkönig wird die jetzt nicht einnehmen. Sondern das machen die anderen Truppen. So. Ja, der macht die alle tot. Super geile Sache. Das gefällt doch. Da hat's noch einen Vorposten. So, da hat's auch noch einen Vorposten, jetzt wo alle tot sind. Passt es, ja? Es ist halt krass, wie wenn man die Stadt hier. Ich weiß nicht, ob das die Stadt ist von diese Wasserstadt, wisst ihr schon? Von der Hobbit vom Film, wie heißt es denn? Ich weiß es nicht mal. Ich bin so schlecht in diesen Dingen. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ihr meint. Ich weiß aber nicht, ob das diese Stadt ist oder nicht. Könnte aber sein. Seestadt. Hieß doch Seestadt, oder? Ist das Seestadt? War das hier? Könnte doch sein, oder? Ich glaube, das könnte hinkommen. Bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte Seestadt sein. So, nachdem uns jetzt alle Gebäude hier gehören... Können wir angreifen gehen? Es könnte Seestadt sein. Ich bin mir echt nicht sicher, aber es wäre machbar. Möglich. Unser neues Gebäude ist zurück an die Arbeit. Oh. Baut es stark. Ja, das werde ich jetzt alles töten. Was haben wir hier eigentlich für noch für Zeugs, Leute? Wir haben Gollum gefunden. Tschüss, Gollum. Wir haben den Ring verloren. Das macht nichts. Ich gehe jetzt in den Turm rein. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich hole mir jetzt diesen Turm. Den da. So, jetzt gehört er mir. Und jetzt müssten eigentlich die Bogenschützen da drin rausfeuern können. Ziemlich coole Sache. Und das müsste mir extrem weiterhelfen.
wollen mal sehen. Gut, weiter geht's. Alles töten, alles vernichten. So. Dunkelstahlschmiede, was haltet ihr von der Idee? Ich baue mir hier eine Dunkelstahlschmiede. So, die retten wir. Die greifen da an. Kämpfen weiter! Grill, Hooligans! Hier hinten hat es irgendwo ein Feuerdrache. Ah, noch ein Gasthaus! Na, wow, hat zu viel. Ziemlich interessante Karte, wo die Gebäude definitiv eine große Rolle spielen. Der Turm brennt da drin. Wie geil ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Jetzt ist er repariert, was? Jetzt brennt er nicht mehr. Lustig. Na dann. Arbeitet, oder ihr werdet geknechtet. Dann brennt er eben nicht mehr. Baut es stark. Ich bin der Erbe des Dunklen Herrschers. Reißt es nieder. Alles, was bleibt, wird Asche sein. Früher oder später werden die da alle sterben. Tja, so ist es. Das ist das Schicksal, was ihnen zuteil werden soll. Durch die Hand des toten Hexenkönigs. Ist Hexenkönig eigentlich am Leben? Ne, ich glaube, der ist tot, oder? Ist eine untote Einheit. Glaube ich. Oder ist er wirklich bloß ein verdorbener Mensch? Bin ich nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Weder von Herr der Ringe, noch von diesem Spiel. Das ist so traurig. Da fragt man sich echt, warum ich das dann überhaupt hier alles erzähle. Wenn ich null Ahnung habe von dem Zeugs, was ich hier gerade sage. So, und jetzt patrouillieren die hier sehr schön hin und her. Und früher oder später... GG. Ja. So, am Wasser eine Mühle bauen ist sicher super. Wir wissen ja, was mit Rohstoffsgebäuden am Wasser passiert. Ich hätte jetzt beinahe was super Fieses gesagt. Zum Glück habe ich es nicht getan und ich werde es auch nicht sagen. Habt ihr jetzt Pech gehabt? Das werdet ihr niemals erfahren, weil das echt pietätlos ist. Also bleibt es beim Gedanken und ich werde ihn nicht aussprechen. So schaut's aus. Okay, 4,78 läuft. Die Zwerge wurden vernichtet. Okay, speichern und fertig. Super, läuft doch ganz gut bisher. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.